So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen auch direkt rüber. Allerdings erstmal alle Aktiven, Dankeschön, geht auf jeden Fall raus. Hier habt ihr eure aktuellen Zahlen. Also Schleuderaffe ist derzeit mit 4 Stunden Vorsprung deutlich auf Platz 1. Danach kommt Zampal, dann Jaran, dann Marc, dann Hans, dann Lukas, dann Andreas, dann noch Raptor, Moonlight, Galaxy, Resetti. Und Benjamin war am Anfang richtig aktiv, aber das waren halt nur 2 Tage, seitdem nicht mehr da. Also er wird immer weiter durchgereicht. Er war mal deutlich auf Platz 1. Jetzt ist er nur noch auf Platz 14, glaube ich. 2, 4, 6, 8, 10, ne, 12 ist er. Also wie gesagt, da habt ihr eure Zahlen. Da seht ihr mal, wie süchtig ihr seid nach dem Chat oder dem Stream. Aber auf jeden Fall, Liebe geht da raus an alle, die immer da schön aktiv sind. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein in den Shop. Ihr habt ja gestern gesehen, das Frostpaket habe ich mir gekauft, plus die ganzen Accessoires. Ich zeige es nur mal ganz kurz. Einmal hier die 3 Skins. Man kennt ihn. Auf ganz entspannt. Dann noch die 3 Rückenaccessoires. Und ich habe mir dann noch ein bisschen mehr geholt. Hab mir noch die Pickaxe geholt, plus den Kleiter. Und ich kann nur sagen, also für 25 Euro, ich bin schon zufrieden damit. Weil du bekommst halt wirklich 3 Skins, 3 Accessoires und für 1000 V-Bucks, 2 Spitzhacken und einen Kleider. Ist wirklich, also ich behaupte einfach, es ist ein gutes Angebot. Wäre das natürlich schon hart, klar, ist schade für euch. Aber andersrum, ihr müsst damit spielen. OG hin oder her. Ich persönlich sage immer, ihr müsst damit spielen. Euch muss das Ganze gefallen. Es bringt nichts, wenn ihr einen OG-Skin habt. Dadurch seid ihr auch nichts Besseres. Seid mir bitte nicht böse. So, wir gehen direkt mal rein. Der Fensterbomber ist schon wieder zurück. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire. Gehört mit zu den besten 1200 V-Bucks-Skins. Das Rückenaccessoire passt natürlich auch. Aber wenn, würde ich die ohne Rückenaccessoire spielen. Also ganz ehrlich. Weil die Tasche, ja, nee. Ich würde die Tasche weglassen. Also so ist okay. Aber mit Tasche, nee. Wenn so. So, dann gucken wir mal weiter. Dann natürlich Donner, Groß, Ross. Oh, ist okay. Dann Glyphe der Dunkelheit. Die ist natürlich wieder nice. Deshalb habe ich mir auch den Kleider geholt vom Frostpaket. Also diese alten Fallschirme sind halt echt nice. So, dann war es das schon damit. Dann warten wir gerade mal, bis es umschwenkt. Und ihr wisst ja, denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen: YT-FamilyHack. Kostet euch ja nichts. Ihr verschwendet kein Geld, in Anführungszeichen. Und ich habe noch einen kleinen Bonus davon. So, dann haben wir hier Gewitter. Nicht Gewitter im Kopf, sondern nur Gewitter. Ja, ist halt aus und Skin. Also ich glaube, ich habe ihn auch noch nicht oft in der Lobby gesehen. Also ich feiere ihn persönlich auch nicht so wirklich. Ist halt so wirklich auf richtig außerirdisch. Und so Sachen, die gefallen mir halt wirklich absolut gar nicht. Aber ist natürlich wieder Geschmackssache. Der eine findet es schön, der andere nicht so. Aber für 2000 V-Bucks, da würde ich sagen, nö. Dann haben wir. Hä, gehört Blitz damit rein? Tatsächlich. Und dann haben wir noch einen 800 V-Bucks-Skin. Nämlich Blitz. Ist natürlich dann auch noch mit drin, okay. Dann haben wir noch Sturmblitz. Ah, die Pickaxe ist okay, die macht einen schönen Sound. Dann haben wir noch Sturmauge. Ach, das war dieser Kleider, wo ich auch nicht drauf klar kam. Ja, gut. Ist halt so ein bisschen Star Wars-mäßig angelehnt. Ja, für 1200 V-Bucks einen Kleider holen? Nee. So, da. Oh. Die ist dagegen rum wieder schön nice. So, gucken wir mal, wie es auf den anderen aussieht. Ich weiß nicht, auf den Waffen sieht eigentlich die Tarnung am besten aus. Oh, doch, die ist echt nice. Das sieht halt immer aus, als würde der Kopf glühen. Und die Tarnung ist definitiv zu gebrauchen. Die ist top. So, dann haben wir das Paket schon komplett durch. Tatsächlich. Aber hier der 800 V-Bucks-Skin, was der da drin zu suchen hat, weiß ich auch nicht. Halt einfach nur ein Blitz.
Gut, das war ein bisschen Weltraum, aber hat ja mit dem 2000 V-Bucks-Skin eigentlich nicht viel zu tun. So, dann warten wir gerade mal, bis hier umgesprungen ist. Und zack, Krypto wieder drin. Das ist halt auch so ein Skin, den würde ich auch noch spielen. Das ist wirklich nice, vor allem das Rückenaccessoire. Das Rückenaccessoire sehe ich ziemlich oft bei Leuten. Da sage ich halt ganz ehrlich wieder, hier ist der Skin nicht im Vordergrund, sondern eher das Rückenaccessoire. Weil das Rückenaccessoire wird echt von vielen Leuten benutzt. So, dann was haben wir noch? Dann natürlich die Tarnung. Gehen wir natürlich auch wieder alle Modelle durch. Heißt ja, auf der P90 sieht alles am besten aus. So, hier der Bandagen-Bazooka. Okay, auf dem Boot geht es irgendwie total unter. Sieht halt einfach nur grau aus. Ja, ist okay. Aber wie gesagt, hier lohnt sich das Rückenaccessoire auf jeden Fall dann damit. Den Skin an sich, ja, ist halt wie immer Geschmackssache. So, dann haben wir den Jäger wieder mit dabei. Die alten Wikinger. Ah, der ist natürlich der ist nice. Das ist definitiv. Aber das Problem ist, die Wintermap ist jetzt weg. Jetzt finde ich wieder, passt da halt nicht so ganz rein. Aber so als Skin an sich, trotzdem top. Aber er nimmt halt doch, ich glaube, denke ich mal, recht viel Sichtfeld weg. Wegen dem Fell oben. Wenn da noch das Schild dabei ist, wohl doch mit dem Schild, das stört nicht. Aber das Fell oben, der hat da ziemlich breite Schultern. Aber wenn man damit umgehen kann, ist das eigentlich dann auch kein Problem. So, dann haben wir noch einen Boxenstopp drin, noch einen 800 V-Bucks Skin. Ist wie irgendwie meine Taxifahrerin. Auch okay. Dann haben wir Goldgräber drin. Aber ganz ehrlich, das würde ich halt nicht als Pickaxe nehmen. Weiß nicht. So Pickaxen mag ich überhaupt nicht. Weil der haut doch dann falsch rum. Der hat die doch so rum in der Hand. Ah ja, Logik. Dann haben wir den Quetscher noch. Ich muss doch an das Spielzeug von meinen Katzen denken. So, dann haben wir ansteckend. Das ist halt wirklich ansteckend. Jeder, der die Musik hört, ist wahrscheinlich jetzt schon mit seinen Beinen rumzappeln. Man kennt es. So, dann haben wir Deckeltritt. Wie auch bei den Leaks angekündigt, es ist halt jetzt da. Ist nice, ist schon nice. Vor allem die Flasche ist nice. Die Gipfelflasche ist geil. So Leute, das war schon wieder mit dem normalen Shop. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt schon rüber in Rette die Welt. Gucken einfach mal, was da passiert. Aber vorher bei den Aufgaben passiert leider heute nichts. Außer es ist irgendwie falsch eingestellt. Aber ich denke mir echt, dass erst nächste Woche hier die freigeschaltet werden, weil eigentlich wahrscheinlich sollten letzte Woche nur einmal Aufgaben freigeschaltet werden und nicht direkt schon zwei Stück. Aber da müssen wir einfach mal abwarten, was da heute so passiert. So, dann gehen wir mal schnell rüber, weil eine V-Bucks-Aufgabe haben wir definitiv. Nämlich bei Level 5, nee, 82. Also eine 40 V-Bucks Aufgabe. Ist natürlich immer schade für die, die ein bisschen kleiner sind. Die haben halt dann gerade heute keine V-Bucks Aufgabe. Aber deshalb sage ich auch immer, versucht so schnell wie möglich hochzukommen. Ist zwar zeitaufwendig, aber es lohnt sich am Ende auf jeden Fall, weil so habt ihr halt schon wieder 40 V-Bucks verloren. Dann gestern die 35. Also es läppert sich halt dann doch relativ schnell zusammen. So, komm, Attacke. Zack, zack. So. Dun, was haben wir? 82. Er wählt hier einfach nicht aus. Zack, zack, Hose. 82. Da ist er. Einmal die Bombe abliefern und 40 V-Bucks mehr, Dame. So, dann gucken wir direkt mal in den Shop. Weil da geht es natürlich heute auch wieder weiter. Und dann einmal das Upgrade-Lama. Jein. Das sind wieder zwei Lamas, die man nicht wirklich gebrauchen kann. Dann geht es hier los mit Gegenständen. Oh, Kupfernachtgrimm. Ja, kann man sich mal gönnen. Nicht, dass ich es irgendwann wieder bereue.
nur weil sie irgendwie verbessert wurde. So, ihr wisst ja, Überlebenden immer rauskaufen. Was haben wir noch? Das mache ich alles nachher. Ja, so ist jetzt nichts Besonderes drin. Hier ist immer noch dasselbe wie vorher. Hier aktualisiert sich irgendwie nichts. Das ist halt nur fürs Event, das ist klar. Und das hier ist halt der wöchentliche Shop. Aber wie gesagt, die Kraftquellen, alles, wenn man genug hat an Gold, gerne alles rauskaufen. Mit den Skizzen muss man aufpassen, dass man die halt nicht doppelt hat. Auch hier gucken, dass man die nicht doppelt hat. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Euch noch einen schönen Tag und haut rein.